Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten im November. Unser Sellerie ist dieses Jahr leider nicht wirklich was geworden. Wir hatten hier mit diversen Blattkrankheiten zu kämpfen, leider wenig Knollen. Jetzt sind wir kurz im Wald. Ja, Stockschwämmchen. Der Tod lauert nämlich dieses Jahr im Gemüsebeet und zwar der Verwechslungspartner oder einer der Verwechslungspartner vom Stockschwämmchen. Wir haben hier Häuplinge und Häuplinge haben dieses Jahr ein ganz starkes Jahr. Der Grashäuptling oder der Gifthäuptling, die sind tödlich giftig, hier können Kostproben schon Organschäden verursachen und weniger als 100 Gramm von diesen Pilzen tödlich wirken. Also hier bitte genau aufpassen beim Abernten der Gemüsebeete, was später auf euren Tellern landet. Für mehr Pilzinfos könnt ihr gerne meine Pilzvideos anschauen. Dann wurde unser schwarzer Rettich noch abgeerntet. Ja, der hier wollte nicht schwarz werden, der ist weiß geworden. Könnte auch ein Mairübchen sein oder eine Varietät vom Saatgut eben. Ja, warum abernten? Wir wollen ihn abernten, bevor er in die Blüte geht. Dann wird er nämlich sehr, sehr bitter. Und natürlich, bevor die ersten sehr starken Fröste bekommen. Ansonsten hält der Rettich hier problemlos wirklich Temperaturen bis minus 2, minus 3 Grad aus. Außer wir haben dann über eine Woche hinweg zum Beispiel Dauerfrost. Wie gehe ich beim Abernten vor? Ich ziehe den Rettich einfach raus. Dazwischen drin war noch das ein oder andere Spinatpflänzchen und Dillpflänzchen. Den Dill konnte ich hervorragend abernten. Der Spinat, ja, waren ein paar Blätter, die abgeerntet worden sind. Der ist dann auch relativ schnell in die Blüte gegangen. Ja, ab und zu ist auch mal ein vergessener Radicchio dazwischen. Den Dill hatte ich schon angesprochen. Und so sieht unser Rettich aus. Ich bin mit der späten Aussaat wirklich hoch zufrieden. Geschmacklich ist der schwarze Rettich, würde ich behaupten, ein bisschen intensiver als seine weißen, langen Sorten. Und ja, das einzige Manko, so ein klein wenig, ist, dass man wirklich extrem viel Laub da dabei hat. Beim Rettich kann man aber auch natürlich hier zum Abmulchen nehmen. Dann spart man sich das Zusammenrecheln vom Apfellaub. So sieht's Beet momentan aus. Und ja, bei den anderen Beeten hier wurde schon mal abgemulcht und winterfest gemacht, immer Stück für Stück. Das Laub fällt ja auch nicht alles auf einmal runter von Bäumen. Ja, unsere Rettichblätter kamen in den Kompost rein und auch mal ein Exemplar, was schon aufgeplatzt ist, ist hier reingewandert, ist kein Problem, ist bis nächstes Jahr alles zersetzt. Und den zweiten Kompost haben wir auch schon gestartet. In den Kompost wird auch noch das Laub von der Haselnuss landen und auch noch ordentlich Apfelbaumlaub, ob ich will oder nicht, denn Opa will. Ja, die letzten Tage war es wirklich ordentlich nebelig, richtig usselig und die erwähnten minus 1, 2 Grad zeigen sich ja auch an den Chili-Pflanzen. Die Früchte sind teilweise schon matschig, so richtig matt geworden, die Blätter hängen schlapp herunter und sind auch teilweise schon ein bisschen bräunlich verfärbt. Also hier ist mit Überwintern nichts mehr möglich in der Regel. Ja, und bei unseren Oka, da wollen wir nicht überwintern, die kommen heute raus. Genau wie ein, zwei Chili-Pflanzen, die noch Früchte dran haben. Die Früchte, die Vollreifen hier, die roten, die haben übrigens nichts abbekommen von den Frostgraden. Ja, beim Hochbeet abräumen will ich natürlich, dass der Großteil von meiner Erde oder vom Substrat auch weiter hier im Hochbeet bleibt. Dementsprechend entferne ich das hier vom Erdballen. Und bei der Okerernte gibt es nicht viel zu beachten. Wir entfernen zuerst mal die Blätter und die Stängel der Pflanze. Ja, Oker, was ist es überhaupt? Oxalis tuberosa auf Lateinisch und Deutsch knolliger Sauerklee. Und das liefert uns schon die nützliche Erklärung oder die Info, die wir brauchen. Dieser Klee bildet essbare Rhizomstücke aus. Ursprünglich kommen die aus Südamerika, werden gerne in Anden angebaut, in Höhenlagen von 1000 Meter bis 2500 Meter. Frost vertragen sie allerdings trotzdem nicht, dementsprechend müssen wir sie jetzt abernten. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere kleine Ernte hier, die nicht sehr lohnenswert war, muss ich zugeben, ja, matschig wird. Dann lohnt sich natürlich noch ein Blick ins Hochbeet, wie gut die Füllung sich umgesetzt hat. Unten habe ich noch ein paar Holzstücke, also unteren Teil des Hochbeetes, erkennen können. Die waren aber auch schon dabei, also sich zu zersetzen, beziehungsweise hat angefangen. Ja, ich bin super gut zufrieden. Von den weiteren Füllmaterialien war kaum mehr was zu erkennen. Nichtsdestotrotz wird ein klein wenig aufgefüllt mit Kompost. Und ja, Eibenlaub wollen wir nicht unbedingt reinmachen. Es würde zwar mehrere Jahre dauern, bis da Effekte stattfinden im Boden oder eine Anreicherung der Giftstoffe der Eibe, auch im Kompost, aber ja, das Risiko eingehen müssen wir nicht. Wenn ab und zu mal so ein kleiner Zweig vom Schneiden da drin landet, ja, die entferne ich nicht alle extra einzeln. Beim Hochbeet auffüllen sollte mittlerweile bekannt sein den treuen Abonnenten und Abonnentinnen. Wir schieben die Füllung auf die eine Seite
Und dann kommt unsere Nachfüllung rein, hier der Kompost oder Pferdemist oder auch mal Äpfel oder Laub oder Strauchgut und so weiter. Es wird zugeschoben, wir entfernen nochmal Unkräuter und dann, ja, wird die andere Hälfte auch befüllt und wir ebnen das Ganze wieder ein. Bei uns im Garten geschieht es Hochbeete winterfest machen und oder auffüllen über mehrere Monate sogar verteilt. Also wir machen uns da gar keinen Stress, das muss nicht alles absolut Ende September, Anfang Oktober schon gemacht sein. Was sich auf jeden Fall nochmal lohnt beim Hochbeeten, ist ja auch nochmal ein bisschen anzugießen, besonders wenn die Füllung schon ein bisschen trockener war, so werden auch nochmal Zwischenräume verschlossen und die Füllung gut verschlemmt. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal die Okerknollen etwas genauer an. Sie sind ja wirklich hübsch, wie auch der lateinische Name schon sagt, Oxalis tuberosa, enthalten sie auch ein bisschen Oxalsäure. Ja, manch einer könnte meinen, Kartoffeln mit Sour Cream schon dabei. Und gekocht schmecken sie ja wirklich kartoffelig, die Knollen. Roh habe ich jetzt noch nicht allzu oft gegessen und ja, gibt mir auch nicht viel vom Geschmack her. Bei unseren Physalis können wir erkennen, ja, da hat der Frost auch schon gewirkt. Die Triebspitzen hängen schlapp runter. Und manche Früchte sind da noch ein bisschen geschützt durch den Lampion, haben aber auch schon etwas vom Frost öfters abbekommen. Das sehen wir gleich noch. Hier sehen wir es auch schon, es ist nicht mehr schön grün, der Lampion. Außen auch schon bräunlich geworden und die Früchte fallen ganz leicht raus. Hier haben wir mal ein reiferes Exemplar. Wir sehen auch schon so ein paar dunkle Stellen und innen, ja, sie ist wirklich matschig und war eben angefroren. Nach ein paar Tagen fangen die dann auch an, richtig gärig zu schmecken. Also Physalis wirklich unbedingt abernten, bevor es dann stärkere Fröste gibt. Es gibt auch Leute, die sagen, ihre Physalis halten Temperaturen bis minus 3 Grad im Freiland aus. Ja, eine Physalis edulis ist das, denke ich, nicht. Dann haben wir noch unsere Mispeln, und zwar nicht die japanische Wollmispel, sondern die heimische Mispel. Die verliert jetzt Mitte November auch so langsam ihre Blätter. Wir haben zwei Sorten und hier ist jetzt auch absolute Erntezeit und jedes Jahr wirklich mehr. Ich freue mich riesig. Dann habe ich beim Pilzbeet noch ein bisschen angefangen weiterzuarbeiten. Schon mal ein Löchchen gebuddelt, es geht voran. Und das Loch wird gefüllt mit einem dieser Buchenstämme. Die sind beimpft worden mit Ausstandsseitling-Myzel. Das Ganze habe ich mit Wachs vom Rigotti verschlossen. Ja, und warum jetzt Austernseitlinge im Winter impfen oder Stämme beimpfen? Ja, die Austernseitlinge wachsen jetzt auch im Winter oder fruchten jetzt gerade. Dementsprechend sollten die auch besiedelt werden. Dann steht noch das Überwintern der Pflanzen an. Unsere Loquat, die japanische Wollmispel und die eintriebige Feige sind wieder in den Keller eingezogen. Die Loquat hat dieses Jahr nicht so viel Wachstum gemacht. Allerdings sind die Blätter gesund, wir haben keine Wollläuse dran oder sonstige Tierchen. Und ja, nächstes Jahr kriegt ihr dann auch einen größeren Topf und vielleicht fangt sie mal an zu blühen. Weitere Pflanzen sind auch die Überwinterung gelandet, unter anderem Zitronenverbene, Kaffeelimette, Aloe Vera und Kaktusfeige. Ja, und jetzt gilt's um den Vorgarten rum und im Garten, Grundstück, überall mal die ganzen Pflanzen, die ich rumstehen habe, einzusammeln und zu finden. Ja, und weiter mit den Feigen. Hier bei unserer Feige, die ich eintriebig erziehen wollte, hat ja nicht geklappt wegen dem letzten Winter, wo es minus 16 Grad hatte. Hier habe ich mich jetzt entschlossen, sie dreitriebig zu ziehen, ein Jahr später. Dementsprechend habe ich mal die schwachen Äste außen entfernt. Und ja, das Laub fängt hier mittlerweile auch an zu fallen bei der Feige. Im Vorgarten wurden die Hecken schon alle geschnitten, beim Pfirsich haben wir auch schon ein bisschen mit Schnitt angefangen und beim Pfirsich freue ich mich ganz besonders, dass die Veredelungen angewachsen sind und ich hoffe, sie überstehen den Winter. Ja, dazu gibt es mehr in einem extra Video. Dann haben wir hier noch den griechischen Rosmarin, der ist wieder ausgetrieben, der hält leider nur Temperaturen bis minus 5 Grad aus, dementsprechend ernte ich hier schon mal einiges ab. Ansonsten, was sind die Gartenarbeiten, die ihr momentan so noch im November verrichtet? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.